Action. Tach, Terranerinnen und Terraner. So, hier, heute. Wie heißt das? Unboxing ist es ja nicht. Nennt man das Unenveloping oder so? Ich habe keine Ahnung. Hier ist nämlich Brief von der Perirodan-Fanzentrale gekommen. Perirodan-Fanzentrale, also known as the geilste Club der Welt. Etwas sachlicher ist der Dachverband der Perirodan-Fanclubs. Das Bindeglied zwischen Fandom und Verlag. Ach, nennt es, wie ihr es wollt. Es ist einfach die Perirodan-Fanzentrale. Unvergleichlich einzigartig. Und diese Perirodan-Fanzentrale hat ein wundervolles, wenn ich jetzt sage, Club-Magazin, ist es auch wieder zu wenig. Es ist nämlich die einzige Perirodan-gewidmete Zeitschrift, die es derzeit noch auf dem Markt, man muss sagen, zu kaufen gibt. Die gibt es für Mitglieder. Und hier drin, deshalb mache ich jetzt auch diesen Bohai mit dem Unenveloping, ist nämlich die Ausgabe 100. Grüße an Markus Gersting. Ich habe deine Videorezension noch nicht gesehen. Ich bin also völlig jungfräulich unbeleckt, was den Inhalt dieses Umschlages angeht. Könnte auch sein, dass da jetzt der aktuelle Katalog eines führenden Versandhauses drin ist. Mal gucken. Ihr könnt so hier Trommelwirbel machen. Ne? Könnt ihr mitmachen. Jetzt pass auf. Nee, kein Versandhauskatalog. Das kommt mal weg. Alter! Spiegelt das schön. Hinter der Kamera sitzt wieder Christoph. Spiegelt das schön und vor allen Dingen, es ist ja auch, es wird ein Fest, spiegelt das ein glänzend, hochglänzendes Umlaufcover. Ihr habt das jetzt eher gesehen wie ich. Guck mal, das ist doch die Sohl mit, also gerendert aus vermutlich mal 100 Sohl-Titelbildern, Spiralnebel, Arndt Drexler, Chichi. Ein Interview mit Chichi Liu, ey, ihr seid echt Hut ab schon beim ersten Anblick. So, und dann ist da noch ein Zettel drin. Beitragsrechnung. Die tun wir auch mal weg, zahlen wir natürlich später. So. Also Ausgabe 100 der legendären Sohl. Die Sohl ist das Clubmagazin der Perirodan-Fanzentrale, die einzige Zeitung zu Perirodan. Los geht es nach diesem wirklich grandiosen Cover. Mit einer Annonce des P-Machinery Verlages zu einem Buch über Walter Ernsting. Und die Chefredakteurin Frau Christina Hacker schreibt ein Editorial. 100. Wer weiß, willkommen zur ersten dreistelligen Ausgabe der Sohl. Das musst du dir mal vorstellen. Der erscheint viermal im Jahr. Ihr könnt das selber rechnen. 100 Ausgaben. Zeit zum Zurückblicken. Dann tun wir das mal. So, und dann gibt es ein Inhaltsverzeichnis, grafisch ganz hervorragend aufbearbeitet, wie immer. Liebe Mitglieder der Perirodan-Fanzentrale von Nils Hirseland, auch er hebt natürlich wieder auf das Jubiläum ab. Matthias Hettler, wie üblich, die Reflexion zum Mythoszyklus. Ich glaube, als ich das, die letzte Sohl dazwischen hatte, habe ich schon gesagt, dass hier diese 1, 2, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 8 Seiten, wo es um den aktuell laufenden Zyklus, die Erstausgabe geht. Heftbesprechungen sind nicht so meins, aber es gibt Leute, die lesen die wahnsinnig gerne und die sind auch wirklich schön aufbereitet. Zu jedem Heft gibt es hier das aktuelle Cover und ein paar Gedanken. Ich lese die auch immer, aber es ist nicht das allererste, was ich in der Sohl lese. Zum Beispiel in der letzten habe ich es noch nicht gelesen, aber in der vorletzten. Hier also erstmal alles wie immer. So, und dann kommen die Granden zu Wort. Klaus Bollhöfner, Marketing-Oberexperte, Chefmitglied aller lebenden Fanclubs, Herausgeber der Fantastisch und ich glaube, ein Urgestein, darf ich Urgestein sagen zum Klaus? Ich glaube ja, ne? Ja. 100 Sohl-Ausgaben, unglaublich, von Klaus Bollhöfner. Das hatten wir da. Oh, guck mal, es geht los mit den Worten. 100 Sohl-Ausgaben, unglaublich. Das hätten wir damals, als wir anfingen, über eine Fanorganisation und ein Mitgliedermagazin nachzudenken, niemals gedacht. Wer hätte das, lieber Klaus? Also das Sohl zum Weltcon 2000. Er schreibt da drei Seiten. Der André schreibt auch drei Seiten. Ich lasse den Nachnamen weg. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ihr könnt das in die Kommentare schreiben. Ihr kennt hier, der André kennt ihr, ne? Wer Mitglied im Fandom ist, der weiß, wer das ist.
schreibt auch, natürlich dürfen auch von der Hobbyautorin zur Hobbyredakteurin. Das ist eine schöne Überschrift, Christina. Die gefällt mir gut. Ja, also die derzeitige Chefredakteurin darf natürlich auch was schreiben. Günter Puschmann darf was schreiben. Der Herbert Kessel darf was schreiben zur Sol 100. Ach, und es gibt, guck mal hier, also wer da überhaupt alte Männer mit weißen Haaren und Holzfällerhemden, Perry Rodan Fandom. Es ist ein Fest sondersgleichen, Garchenkon 2015. Und dann, ihr erinnert euch, als ich hier mit dem Volker, ne, also ich und Gucki, ich habe bei Corona-Frisur, ne, die Leute haben gesagt, ich sehe schon aus wie so ein Mausbiber. Obwohl ich finde, also ich strebe ja dieser Frisur hier zu. Ja? So. Nee, Spaß beiseite. Und ich dachte, es trifft Homer G. Adams. Von Wolf Mattis, Betrachtung zu einem tragischen Nichtereignis. Gucki ist tot, Fandom kocht über, Verlag sagt, tut mir leid, haben wir schlecht vorbereitet, Gucki ist doch nicht tot, Gucki ist wieder da. Natürlich muss das auch in der Sol entsprechenden Widerhall finden. Vier Seiten, dicht bedruckt. Ich glaube, den Artikel lese ich mal als erstes. Ach Gottes Willen, die Christina Hacker schreibt auch noch der Fall Gucki. Mit so einem Hund von Nagelzahn hier, Baskerville. Die Aufklärung eines scheinbaren Todes. Ja, also, sie hat Christian Montillon befragt und Wim Wandemann und den Chefredakteur und Leo Lukas hat sie befragt. Und also das wird, ja, nee, also das war wirklich der Aufreger des Jahres 2020. Ne? Corona hat quasi im Fandom stattgefunden und Cookies tot. Ich weiß nicht, nee, keine schlechten Witze über Corona. Nee, also Cookies tot war schon mal schon eine Ausnahme im Fandom. So, die Perry Rodan Online-Woche, da war ich nicht dabei. Ja, genau, vom 13. bis zum 19.07. Weißt du, ihr könnt sowas nicht machen, wenn ich meine Wohnung renoviere. Leute, das geht nicht. Ja, können wir nicht machen. Ich kann nicht tagsüber den Pinsel schwingen und abends. Aber ihr habt wenigstens eine Farbe genommen, die ich auch in meinem Haus verstrichen habe. Ja, aber vielleicht kann man das ja in diesem Artikel nachlesen von der Alexandra Tinley. Das ist doch schön. Ha! Norbert schreibt über Fanzines, der Kick des Fandoms. Fanzine. Die Jüngeren unter euch werden es nicht mehr kennen. Also das waren so, also heute sagt man Blogs dazu. Ja? Also ein Fanzine ist im Prinzip ein gedrucktes Blog. Früher, da konnte man entweder kopieren, schwarz-weiß kopieren, oder die richtig coolen Jungs hatten so, Linoleumdruck, stank immer ganz schlimm nach Öl und die ganz heißen Eisen hatten Offset-Druckmaschinen. Aber das kam erst viel später. Da war noch nicht dran zu denken. Ja, und dann hat man Nachrichten geschrieben, so, sozusagen offene Briefe, Blogs, ja, es gab ja nichts früher. Und wenn jemand wie der Norbert Fix über Fanzines schreibt, dann muss man das auch mal lesen. Meine Leseversuche mit Perry Rodan von Felix Ludwig. Felix, ich sehe dein Foto. Wir haben uns doch in Brühl gesehen, Felix. Mensch, wo soll ich denn anfangen bei diesem Heft? Die genialen Ideen der Autoren, Patrick Ewald. Ich bin 19 Jahre alt. Lieber Patrick, damit bist du halb so alt wie ich. Willkommen in der Leserschaft. Hoffentlich liest du weiter. Weil Roder-Leser sind alte Männer mit weißen Haaren. Da machen wir uns nichts vor. Umso schöner finde ich, dass jetzt hier zwei junge Leser zu Wort kommen. Ach, und die Alexandra schreibt zu Perry Rodan in der Schule. Perry Rodan Didaktik heute? Da gibt es die Arbeit vom Stache. Die habe ich da in einer total verrauchten Ausgabe. Ich weiß nicht, ob ich die ins Tiefkühlfach oder auf Katzensand legen muss, damit das aufhört oder einfach die Nase zuhalten muss und im Sommer lesen muss. Davor gab es irgendwie den Nachweis für die Schule, dass Rodan totaler Schund ist. Vielleicht wird das hier auch erwähnt. Mir fallen die Autoren gerade nicht ein. Könnt ihr in der Peripedia nachlesen. Zugänge zur Science-Fiction. Rodan als Ganzschrift, da spricht die Deutschlehrerin. Aha, ein Perry Rodan in der Schule lesen.
Das hätte ich meinem alten Deutschlehrer vorschlagen sollen. Der hätte mich gevierteilt, gehäutet und gesotten. Der alte Freund der Trivialliteratur. Ich bin dem mal mit dem Karl May unter der Bank gekommen. Ey, da hättet ihr aber sehen sollen, was passiert ist. Und dann noch mit Rodan, mein lieber Schwan. Dann lieber ein Kamel wie ein Raumschiff. So, nee, finde ich schön. Also, ja, Rodan in der Schule. Mario Staas kennt man auch als Warpcore-Mitglied. Blog Warpcore, ich muss mal hier die Infobox wieder machen. Die friedliche Zukunft, eine Illusion. Perry Rodan und die Zukunft. Und direkt daneben schreibt der liebe Markus Regler Fiktion und Wissenschaft. Auch textlastig ist, ich lese mal nur so ein paar Zwischenüberschriften vor. Ne? Was genau ist aus der grundsätzlich friedlichen Eroberung des Weltalls geworden? Ja. Warum sollte jetzt aber eine grundsätzliche konfliktarme Expansion etwas entgegenstehen? Ja. Ist damit die Utopie eines harmonischen Miteinanders an sich ad absurdum geführt? Mario, ich muss das auch lesen. Aber ich lege mich gleich auf eine Reihenfolge fest. Der Markus Regler setzt auf Seite 53 fort und hat aber keine Zwischenüberschriften. So, und ach, jetzt wird's ein Fest. Guck mal, es gibt irgendwie hier so ein offenbaren Innenteil. Ja. RZ-Klassiker. RZ heißt Risszeichnung, für die, die es nicht wissen. Da ist so ein Poster in der Mitte. Leute, ihr könnt doch kein Poster machen. Da muss man das Ding doch zweimal kaufen. Einmal, um das Poster rauszunehmen, einmal für die Sammlung. Ja, ist so. Christoph hinter der Kamera lacht. Ist so. Du solltest mal sehen, wie viele Hefte ich doppelt habe. Genau deswegen. Jedenfalls, also hier ist die Sol, das unzeichnbare Raumschiff. Und auf der anderen Seite, ich nehme das nicht raus. Das ist das Exemplar für die Sammlung. Ich zeige das jetzt mal irgendwie so halb. Ist ja so eine halbe Risszeichnung zu sehen. Eines Raumschiffs St. Amarina. Der 100 Meter durchmessende Kugelraumer des Alkos Joska Jankin ist eine Luxusjacht. Aha, 100 Meter. Gezeichnet 98 von Günter Buschmann. Ja, ich brauche zwei Hefte, Christoph. Ist so. Also, der gute Markus Regler schreibt weiter. Lass die Handbewegung, ich sehe das. Also, Markus Regler schreibt über Wissenschaft. Ist ja auch ein Wissenschaftler. Also, zumindest studiert er. Und vom Benehmen her. Hallo, Markus. Klaus Frick, 2021 feiern wir die 60 Jahre. Klaus, ich bin gespannt, wie das klappt. Ne? Also, die Serie wird 60 Jahre alt. Eine Seite. Er schließt mit den Worten, ich denke, das Jahr 2021 wird spannend werden. Dass wir uns den Weltkon vermutlich abschminken können, das ist ja nur, das braucht man ja nicht und das hat auch mit Corona nichts zu tun. Lieber Klaus, schauen wir mal, was du mit den Worten, ich denke, das Jahr 2021 wird spannend werden, meinst. Radio Freies Ertus, ein Fanzine für die Ohren. Da, guck mal. Guck mal, da guck mal einer an. Da guck mal einer an. Das ist der Christoph. Das ist einer der beiden Podcast-Macher. Also es gibt mittlerweile mehrere Podcasts. Da sind ja hier die Jungs von der dritten Macht. Und Radio Freies Ertrust ist ein weiterer. Das ist der Christoph. Und guck mal, gedruckt sieht der Alex gar nicht so viel anders aus. Den habe ich nämlich schon mal live getroffen. Der wohnt nämlich in erreichbarer Nähe. Und der Markus Regler hat die beiden interviewt. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so ein Podcast-Hörer, weil ich bin im Moment gerade voll auf Hörbücher aus. Und zwar auch Hörbücher, die so echt gar nichts mit Science-Fiction zu tun haben. Darf ich das sagen? Oder ist das Werbung? Ich weiß nicht. Kazuo Ishiguro, was von Tage überblieb. Wer sich für wirklich großartige Charakter- und Gesellschaftsstudien abseits von Science-Fiction interessiert, ist klasse Hörbuch. Deshalb höre ich, Christoph, Alex, verzeiht mir, dritte Macht verzeiht mir im Moment keinen Podcast. Mir fehlt schlicht und ergreifend die Zeit.
Periruda Neokos 250 plus, allein das Wort 250 plus erfreut mein Herz, auch wenn ich nicht zur aktuellen Leserschaft gehöre. Rainer Schaum und Rüdiger Schäfer im Zwiegespräch, das sind die beiden Expokraten. Also offenbar geht Neo richtig gut weiter. Ich lese da immer wieder mal rein, aber ich bin ganz lose da nur in der Handlung. So, und jetzt ist euch echt der Coup gelungen. Christian Werschütz im Interview mit Chichin Liu. Nein, ich habe die Trisolaris-Trilogie nicht gelesen. Aus dem folgenden Grunde, weil ich auch George R. Martin noch nicht gelesen habe. Und auch Harry Potter 20 Jahre später, weil ich mag so Hype-Gesumse nicht. Das Buch ist sicher gut, aber wenn das alle lesen, dann trete ich erstmal einen Schritt zurück, lasse die Schlange am Buchladen vorbeigehen und kaufe die 22. Auflage. Das. Ja? So, insofern, lieber Chichin Liu, werde ich dieses Interview lesen und dann auch dein Buch, das mir viele Menschen, auf deren Expertise ich echt was gebe, empfohlen haben. Werde ich später lesen. Aber nicht jetzt. Übersetzer Alessandro De Toni. Das Interview wurde Ende Mai 2020 geführt und erschien in Teilen im Perirodan Report 542. Siehst du, da rächt es sich, dass man die aktuelle Erstauflage so hinterher hängen hat. Mensch. Drei Seiten. Finde ich gut. Lese ich. So. Roy Danton, Roy Denton. Perry Rodans maskierter Sohn im Bild. Ah, der Gerhard Huber und der Robert Fels. Die nehmen sich ja immer solche Sachen vor. Und jetzt haben sie sich den guten, ich sag ja, Roy Denton oder Michael Rodan dazu. Ich mag Michael Rodan. Zumindest in sehr weiten Teilen. Bin gespannt, was die schreiben. Der liebe Wöli. Hallo Christian. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Soul-Beitrag. Schreibt über Clark Dalton, Walter Ernsting, die Holocaust-Trilogie. Hat er gut anderthalb Seiten. Christian, finde ich gut, fällt mir. Muss man gleich mal lesen. Periroda-Nachrichten aus Brasilien. Ja, es gibt immer noch eine brasilianische Ausgabe, was ich total klasse finde. Und ich kein einziges Exemplar im Schrank stehen habe. Echt. Ne? Ich habe hier die tschechische Ausgabe, die Holländer habe ich im Schrank stehen, die japanische, aber eine brasilianische Ausgabe fehlt mir noch. Aber man kann sie, glaube ich, im Space Shop der Fanzentrale kaufen. Christoph, wir müssen über Geld reden. Unterwegs mit Gucki auf der Fantastica in Oberhausen. Ha! Volker, da waren wir auf der Fantastica in Oberhausen. Da wurde so manch gute Idee geboren. Und schau mal, Cover-Illustration, Sonderbeilage, Perirodan, was, guck mal, hier haben wir schon wieder eine halbe Sohl. Das Raumschiff, das man eigentlich nicht zeichnen kann. Seite 73, Alter, die hat ja wirklich Überlänge, das finde ich ja ganz großartig. So, und dann kommt wieder was, was ich am Ende lese, liebe Christina, nämlich Neoisiert, Gedanken zu Perirodan näher, die Staffel Neo. Neo, ne, mit O. Die Staffel Sagittarius, Teil 1, da gilt dasselbe wie am Anfang. Da gibt es Leute, die finden das toll, die kaufen die Soul genau dafür. Bei mir fällt das manchmal ein bisschen hinten runter. Aber das ist hochgradig subjektiv und sagt nichts, aber auch gar nichts über die Qualität des Geschriebenen aus. Guck mal, die Himalaya-Bombe in beiden Covern. Bin glücklicher Besitzer auch noch eines solchen Exemplars. Der gute Ruben Wickenhäuser schreibt einen Werkstattbericht zu Neo. Ich finde es schön, dass Neo auch hier so einen Platz findet. Dann haben wir eine Anzeige über die Peripedia. Peripedia für die, die es nicht wissen. Ich meine, jetzt glaube ich, gucken echt nur noch Leute zu, die wissen, was Rodan ist. Und wenn ihr es nicht wisst, Schande über euch. Peripedia ist quasi die Wikipedia für Perirodan. Ne, wenn ihr da Erde, liebe Kinder, wenn ihr Erde in die Peripedia eingebt, nicht fürs Schulreferat verwenden. Da steht nämlich nur Quatsch drin. Haben die Onkels und Tanten nur Blödsinn reingeschrieben. Hintergründe zu Olymp. Ich glaube, das hatte ich schon mal dazwischen mit dem Volker. Ne? Die Blicke auf Olymp, die beim Tyrannischen Club Eden erschienen sind.
ein Videobloggerbericht. Wer hat den wohl geschrieben? Christoph. Die Blicke auf Olymp bringt zu wenig Neuigkeiten. Ja, eine Besprechung dieses Heftes. Das interessiert mich. Ja, es scheint ein kritischer Kommentar zu sein. Das interessiert mich. Kreuzworträtsel. Ich bin... Ihr kennt von früher diese Spiele, wo man so Nägel auseinander puzzeln musste und Geduld haben musste, ne? Ich habe die immer mit der Kombizange gelöst. Nachher waren die kaputt. Ich bin kein Rätselfreund. Echt null, ne? Ich lese im Bad noch nicht mal, löse ich so Dokus, weil ich bin kein Rätselfreund. Echt nicht. Gar nicht. Null. Nicht mal Kreuzworträtsel, ja? Hier steht waagerecht 1, Atlantis gleiche Bezeichnung einer Serie von japanischen Trägern. Nein. Baustellenhilfe im Zentrum des Herzogtums. Zieht seine Kreise ganz nah um den fünften Planeten des Solsystems. Asteroidengürtel, passt das rein? Oder irgendeiner der Monde des Jupiter? Ich weiß nicht. Ich bin kein Rätselfreund. Das mache ich nicht. Ein Interview mit Arndt Drechsler, 90 Fragen an den Titelbildzeichner von Roman Schleifer. Ewiges Leben von einem Plüschei. Die Jagd nach den raren Zellaktivatoren ist immer noch nicht zu Ende. Na, schauen wir mal. Am großen Abgrund. Ein paar Gedanken zur interstellaren Raumfahrt im Einstein-Universum von Norbert Fix. Ich habe schon mal gesagt, dass es sich lohnt zu lesen, wenn der Norbert sich Gedanken macht. Ne? 2, 3, 4. Ein Atomkraftwerk reicht nicht. Ist eine herrliche Zwischenüberschrift. Es sind 6 Seiten und es geht auf Seite 98 sogar noch weiter mit... Ich mag keine geteilten Berichte, liebe Solo-Redaktion. Ich mag das wirklich nicht. Ich weiß, dass es von Druck her hinkommen muss. Ich mag keine geteilten Berichte, wo ich eine Seite weiterblättern muss. Ich mag das nicht. Aber ich mag mit Sicherheit, dass Artikelchen am großen Abgrund von Norbert Fix. Projekt Vertigo von Jörg Isenberg, eine Periode an Fortsetzungsgeschichte. Da habe ich mir vorgenommen, den einen zu lesen. Habe ich ja wieder vergessen. Ich bin ein alter Mann, weißt du, 4 Episoden im Jahr. Nee. Perry Rodan und Science Fiction Stammtische, die Stammtischliste. Speyer, Science Fiction Stammtisch Speyer. Köln, Mannheim. Aachen. Alles noch da in meiner Nähe. Ostwestfalen, der Wanderer Stammtisch. Oberursel. Ich liebe den Ort Oberursel. Also den Namen, den Ort nicht, aber den Namen Oberursel. So, dann gibt es wie gesagt den Rest von Norbert und das Impressum. Steht da drin, wer das Cover gemalt hat? Textbeiträge. Layout und Gestaltung Günter Puschmann. Titelillustration, na, wer sollte es anders sein als Raimund Peter? So, großartig, ich mag das. Ich finde das richtig gut. 98 Seiten, mit Umschlag sind es 100. Hahaha, das finde ich sehr schön. Auflage 1200, auch das finde ich sehr schön. Die Sol 101 erscheint im Februar 2021. Dann sind unten noch die Ehrenmitglieder aufgelistet. Und das war's. Ja, da ist sie, die Sol 100. Lesereihenfolge. Also ich werde auf jeden Fall mal lesen, was der Klaus sagt zum Jahr 2021. Dann werde ich mir herausnehmen hier die beiden Youngster, von denen ich einen zumindest schon mal gesehen habe und auch schon mal das ein oder andere Satzzeichen gewechselt habe. Dann werde ich den Artikel vom Wöhli lesen. Dann hinten über die interstellare Raumfahrt von Robert Fix und alles andere wird sich ergeben. Zwischendurch werde ich immer mal wieder in dieser hübschen Rückblicke einholen. Ja,
Liebe Periroden Fanzentrale, liebe Christina Hacker als Chefredakteurin, liebe alle Beteiligten an diesem Heft, die im Impressum hinten aufgeführt sind. Tausend Dank, dass ihr hier vierteljährlich uns Raketenheft-Bekloppten dieses Lesevergnügen beschert. Ich freue mich jedes Mal wie bekloppt, wenn der Newsletter kommt, dass das Heft im Versand ist. Wenn es dann auch noch in einer solch hübschen Sonderaufmachung rauskommt, kann ich nur sagen, ein Vokus auf die nächsten 100. Prost! Christoph macht die Kamera auf. Nein! Gehabt euch wohl. Tschö.